Hi Leute, euer Roti hier und willkommen in meiner kleinen Crafting-Ecke hier. Ich zeige euch mal heute, wie man Holzkohle macht, weil ich fand das ziemlich praktisch beim Schmieden und wollte das mit euch teilen. Zuallererst müsst ihr einen Kiln bauen. Dafür braucht ihr Construction Material auf Level 20. Also auch Terraforming auf mindestens Level 30, damit ihr Construction Material killen könnt. Dann könnt ihr auch Construction Materials create und einen Kiln bauen. Der Kiln braucht von den Materialien dann her 400 Clay und 30 Wild Plant Fiber. Wenn ihr den dann gebaut habt, könnt ihr damit interagieren. Am besten Rechtsklick dann drauf machen, weil am Anfang ist der Default auf Use Bellows, das ist der Blasenbalken gesetzt und da passiert nicht wirklich was. Ich habe jetzt den Default auf Manage Kiln gemacht, weil man kann auch, wenn man Manage Kiln macht, man kann auch hier den Blasebalken verwenden. Den Default auf Blasebalken zu lassen oder zu machen, macht dann nur Sinn, wenn man mehrere auf einmal bedienen möchte. Aber wenn man hier jetzt nur einen benutzt, ist das wohl okay. Holzkohle, also um Holzkohle herzustellen, braucht ihr Hardwood Billets. Mit den Softwood Billets funktioniert das leider nicht. Allerdings könnt ihr die trotzdem zum Anfeuern benutzen. Wobei ihr da irgendwie Random-mäßig manchmal dann doch die verfeuert anstatt die. Aber zumindest ist es dann schon mal vom Rausnehmen her leicht. Light on. Damit das Ganze angeht, noch ein bisschen auf Temperatur bringen, dass das Ganze ein bisschen schneller geht. Zack, das ist glaube ich das Maximale. Ja. Und hier seht ihr, jetzt füllt sich so langsam der Balken. Und wenn der dann voll gefüllt ist, kann man Pull-out machen und die Kohle rausnehmen. Ich habe hier drüben schon mal noch eins hingestellt, damit ich euch das mal mit dem Rausholen zeigen kann. Hier habe ich schon zwei Stück reingemacht. Hier ein kleiner Tipp, wenn ihr nämlich nur Hardwood-Billets hier reinmacht und die verfeuert und dann nur einen Stack hier drin habt und dann noch Pull-out wollt, geht's jetzt auf einmal. Das ging vorher nicht. Das ist so mein Auflöseffekt. Muss ich gleich nochmal probieren. Okay, jetzt geht's. Egal. Ich habe es öfters, wenn ich nur einen Stack hier drin habe, dass wenn ich sage Pullout, dass er sagt, oh, er hätte nichts zum Rausnehmen. Und da muss ich einfach die Sache in zwei Stacks machen. Und dann benutzt er anscheinend das eine dann zum Verfeuern und das andere zum Rausholen. Und dann funktioniert es also. Anscheinend funktioniert es auch so ab und zu, aber wenn ihr das Problem habt, macht zwei Stacks daraus und dann funktioniert es auch. Auf jeden Fall, wenn dieser Balken gefüllt ist, könnt ihr dann auch, machen wir das Ding nochmal ein bisschen heißer, können wir auf Pull-out gehen und dann haben wir hier die Steinkohle, Steinkohle, schön wär's, Holzkohle. Dort klicken wir dann drauf, sagt Select und bekommen unsere leckere Holzkohle. Zack. Für jede Holzkohle, für jedes Billet, sage ich jetzt mal, für jedes Billet bekommen wir 4 Holzkohle. Was recht interessant ist, also warum die Holzkohle interessant ist, ich hole hier mal ein Billet nochmal raus. Zum einen, es brennt einfach länger und zum anderen, wenn ihr das jetzt zum Schmieden benutzt oder so, die Holzkohle ist wesentlich leichter. Wenn man hier ein Billet reinmacht, seht ihr, okay, Gewicht 10. Wenn ihr eine Holzkohle reinmacht, oh, nur Gewicht 1. Das heißt, ihr habt wesentlich mehr Platz, oder ihr könnt wesentlich mehr Material in eure Schmiede reinmachen. Und deswegen ist die Holzkohle wesentlich besser, meiner Meinung nach. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen und ihr könnt fleißig Holzkohle herstellen und dann richtig ans Schmieden rangehen. Und ich denke, ich hätte es noch
Geiz machen, um euch ein bisschen das Schmieden näher zu bringen. Gerade mit dem Stahl hatten wir ein bisschen Schwierigkeiten, das zeige ich euch wohl, denke ich. Naja, auf jeden Fall, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und viel Spaß beim Spielen.